at the buzzer. Oh, he knocks it down! So, moin Sportsfreunde, ja. Zeit für mich auch wieder da zu sein. Und zwar mit diesem rascheligen Karton hier, weil das ist der einzige NBA-Spieler, der vielleicht mich selbst so ein bisschen an mich erinnert, weil der Bart geht in die Richtung und ich bin eigentlich auch immer out of shape. Wobei Harden ist gerade gut in shape, aber gucken wir uns mal an, was hat uns hier erwartet. So, bang, Alter. Das ist der Harden Volume 6 und das ist ein Schuh, wo ich sage, das könnte was werden. Und mal kurz am Breakdown, warum sage ich euch das? Warum kann der Schuh hier was werden? Machen wir es mal so. Dass ich euch ganz kurz mit was anderem nerve, nämlich sowas hier. Jersey, das könnt ihr selber machen. Ich packe euch einen Link unten in die Description, wenn euch sowas interessiert, weil diese Jerseys sind richtig nice. Es gibt alle möglichen Farben von eigentlich allen NBA-Teams. Und wie ihr gesehen habt, hier vorne bei mir der Dog Squad, das ist halt mein Teamname, ne, für den Rim Dog Squad sozusagen. Hinten ganz normal Rim Dog Nummern könnt ihr machen. Und warum zeige ich euch das ganz kurz? Geile Qualität, guter Preis, kriegt noch 10%, wenn ihr das quasi über meinen Weg bestellt. Und ich glaube, es ist cool für viele, weil NBA-Jerseys kosten meistens deutlich mehr und viele Leute wünschen sich ja ihren eigenen Namen hinten drauf. Könnt ihr euch bestellen, könnt ihr euch angucken, Link ist in der Description. Zurück zum Harden. Gut, tut mir leid für diesen kurzen Unterbrecher, aber vielleicht ist es für den einen oder anderen ja interessant. Der Harden Volume 6, warum sieht der gut aus? Also, wir fangen an wie immer, Grip. Das Grip ist bekannt in dem Sinne, dass es Herringbone ist und ich auch immer sage und die meisten sagen Herringbone, also diese Art und Weise, wie das Grip angeordnet ist, ist nun mal das Beste, was es gibt oder zumindest eine der besten Varianten, die es gibt. Und dieser hier fühlt sich richtig, ich sag immer tacky, ich weiß gar nicht, woher ich dieses Wort habe, der fühlt sich so an, als würde er hervorragend den Boden grippen, weil er fühlt sich genauso an wie der Adidas. Ich glaube, Pro Boost hieß der Schuh. Ich habe den auch stehen, ich hole ihn jetzt nicht extra. Und der hat auch richtig phänomenales Grip. Ich glaube, das Grip von diesem Schuh wird absolut erste Sahne sein. Man wird es sehen. Also man muss sagen, die Harden Line ist ein bisschen komisch, was Grip angeht. Aber ich wollte nochmal ein Video zur Harden Line machen, weil ich jetzt 1 bis 6 habe. Wenn ihr sowas sehen wollt, dass man mal kurz alle Schuhe miteinander vergleicht, weil gerade bei der Harden Line ist es ein bisschen komisch, schreibt es einfach in die Kommentare, dann mache ich es auf jeden Fall. Gut, das Grip also wird sehr gut sein. Ihr könnt mit dem Schuh auch locker meiner Meinung nach Outdoor spielen, weil das Grip ist relativ hart, das Gummi ist relativ dick. Ich glaube, das ist ein Schuh optimal. So, jetzt die Dämpfung. Die Dämpfung ist halt genau das, wo ich sage, schön, dass wir wieder da sind, weil wenn man sich den Schuh auf den ersten Blick von hier anguckt, dann sagt man, yo, Harden Volume 1. Weil wir sind wieder bei Boost und wir sind genau so, dass er hier im Inneren des Fußes offen ist, also exposed würde man Englisch sagen, und dann hinten sowie außen komplett ist er quasi in diesem Gummi eingefärcht, was dafür sorgt, dass ihr, Alter, hier hämmert einer im Haus. Und das ist mein Haus, das heißt, es kann nur meine Freundin sein, ich raste aus, Alter. So, dass ihr, wo waren wir gerade, das Äußere, dass das so eingezäunt ist, wie auch immer man das nennen möchte, mit halt Gummi, sorgt dafür, dass es nicht instabil wird. Dass ihr keine zu harte Dämpfung habt, wenn ihr irgendwie nach außen geht, dann ist das hier stabil. Wenn ihr aber insgesamt landet und so, habt ihr dieses volle Boost-Feeling. Er fühlt sich auf den ersten Tritt, sage ich jetzt mal, ich hatte den Schuh ja kurz an, fühlt sich ganz gut an, nichts Spektakuläres, ist aber definitiv was, was man erst beim Spielen wirklich merkt, wie gut oder schlecht das ist. Und dazu bin ich noch nicht gekommen. Ansonsten, dämpfungstechnisch, ist meiner Meinung nach sogar mehr oder minder exakt dieselbe Dicke wie beim Harden Volume 1. So genau habe ich es mir noch nicht angeguckt, aber also könnte ganz gut sein, weil Harden Volume 1 war schon ziemlich nice. So, Material. Material, I don't know, also ich weiß es nicht, Leute. Das Material war, glaube ich, im Harden Volume 3 das theoretisch gesehen beste, im Harden Volume 4 das für mich persönlich bequemste und angenehmste und im Volume 2 das günstigste, also das wirklich billigste. Im Volume 1 war es cool, da gab es verschiedene Colorways, das war alles, das war ziemlich nice, das war völlig in Ordnung. Und im Volume 5, den ich persönlich sogar ganz gern spiele, war es einfach komisch, weil man musste es ewig einspielen und es war sehr hart. Jetzt habt ihr hier wieder so ein weiches Material, was sich aber ja auch anfühlt wie einfach Plastik, Kunststoff, Gedöns, aber ganz komisch. Aber es fühlt sich weich an, es fühlt sich im ersten Moment am Fuß auch ziemlich gut an. Ihr seid gut gepaddelt, also ihr habt geile Kissen rings um den Fuß komplett rum. Das sieht man, glaube ich, auch relativ gut. Ansonsten habe ich ja ein Foto, was ich einblende. Das fühlt sich alles richtig gut an.
ich könnte meinen, ohne dass ich darin gespielt habe, das ist das, was hier natürlich bei so einem ersten Eindruck, das ist das Risiko, dass das Ding hier wirklich dazu neigt, dass ihr hier richtig am Schwitzen seid. Weil dieses Material, das macht für mich so den Eindruck, als ist das relativ luftdicht. Ob so ist, keine Ahnung, ich hoffe nicht. Aber könnte so sein, muss man dann schauen. Die Lasche allerdings ist sehr, sehr locker und also sehr, sehr gut durchlüftet. Mal abwarten. Diese Sachen hier, dieses Bungee hier vorne, absolut useless. Reiner komischer Designaspekt, hier hinten dasselbe. Das hat keinerlei Nutzen. Ist halt einfach da. Ist halt einfach da. Die Schnürung allerdings ist super. Zieht euch richtig schön rein in den Schuh, muss ich sagen. Und man kommt ja auch gut rein in den Schuh, also ein großer Einstieg und so. Das ist alles ganz cool. Wie gut er dann am Ende ist, muss man sehen. Jetzt der problematische Part. Wer bis hierhin geguckt hat, der hat jetzt eine Information. Die haben vielleicht andere nicht, die schon früher abgeschaltet haben. Wie sitzt der Schuh? Scheiße. Der Schuh ist viel zu groß und ja, ein bisschen zu breit für mich persönlich. Das kenne ich aber bei Hardens. Das war bei Hardens immer so. Damit lebe ich auch. Das ist dann okay, ziehe ich zwei paar Socken an. Aber der Schuh, ich habe den Schuh, glaube ich, bei Otto, glaube ich, jetzt auch gesehen. Weil ich mich gewundert habe, warum er bei Adidas nicht rausgekommen ist. Dann habe ich ihn auf anderen Seiten gesehen. Bei Otto gab es die Beschreibung sogar, fällt klein aus, bitte eine Größe runtergehen. Ich kaufe immer meine ganz normale Standardgröße. Also bei Adidas eine 44 und hell, der ist riesig. Also ich habe hier wirklich mindestens einen Daumenbreit, also über einen Daumenbreit habe ich nach vorne den Platz. Ich habe schon direkt Retour gemacht und werde von einer 44 auf eine 43 ein Drittel gehen. Deswegen habe ich auch noch keine Erfahrung, wie er sich spielt, weil das wollte ich dann doch nicht machen. Es wäre auch blöd gewesen. Aber ich würde euch empfehlen, die alte Adidas-Regel, geht eine halbe Größe runter zu eurer Nike-Größe oder eurer Nike-Jordan-Größe. Weil der ist einfach, ich schwimme in diesem Schuh. Ansonsten fühlt er sich gut an. Da kann man echt nichts sagen. Ich bin sehr gespannt. Ästhetik, ich denke, dass 9 von 10 Leuten dieser Schuh nicht wirklich gefällt. Ähnlich wie der Harden Volume 5. Ich persönlich mag ja sowieso diese ultra schrillen Colorways, also so wirklich, die so richtig leuchten im Dunkeln gefühlt. Ästhetisch, ich finde ihn ganz gut. Ich haut mich jetzt nicht mega vom Hocker. Für mich persönlich war der Harden Volume 4 und der Volume 1 waren die geilsten. Ästhetisch für mich persönlich. Aber er hat halt nach wie vor diese Aspekte von Volume 5 ein bisschen dran. Er hat so ein bisschen was von jedem Schuh, merkt man, wenn man ihn genauer anguckt. Das wäre aber was für ein anderes Video. Ich wollte euch den Schuh, wie gesagt, einmal kurz vorstellen. Ihr kriegt den für, glaube ich, 150 Euro im Retail. Gibt es aber relativ schnell immer mit Prozenten. Bei Basketball direkt, glaube ich, könnt ihr ihn gerade kaufen. Hashtag keine Werbung. Ich hab nichts mit denen am Laufen, aber ich habe es gesehen. Für, glaube ich, 133 Euro. Und ich glaube, das ist ein sehr solider, wenn nicht sogar ein richtig guter Performer. Aber das wird man sehen. Das ist von mir.